Für die Inhaftierung oder für die Einweisung in Kinderheime werden Bezüge oder viel mehr Gelder gezahlt. Und wenn man sich den staatlichen Rahmen anschaut, in welche Höhe das beläuft, dann ist das ein sehr lukratives Geschäft. Mir fällt in der Praxis auf, dass Kinder, die einmal in einem Heim untergebracht wurden, fast nicht mehr aus dem Heim entlassen werden. Und da könnten finanzielle Argumente mitspielen, denn mir ist ein Heim bekannt, das 18 Standorte besitzt. Wenn man annimmt, pro Heim 30 Kinder und pro Kind jetzt 4.000 Euro, hat man locker 1 Million Euro Umsatz pro Monat. Wir erleben das immer mehr. Wir haben auch immer diese umfassenden, diese ganzen Geschichten von Opfern, von Familien, wo Kinder rausgerissen wurden. Das heißt, die Polizei klopft, nehmen sie gleich mit. Also ist ziemlich übel. Also Menschenrechte, nein danke, ist nichts. Das ist gar nichts.